So, das war jetzt gerade die erste Präsentation, die wir hier oben auf der Bühne erleben durften. Wir machen direkt zügig weiter mit der zweiten und die beiden stehen hier auch schon bereit, freuen sich tierisch darauf, jetzt loslegen zu dürfen. Und das dürft ihr. Ihr seid das Team Mannheim von der Hochschule Mannheim. Und das ist euer Applaus und eure 25 Minuten. Viel Spaß! Ja, wir sind wie nett angekündigt von der Hochschule Mannheim, Fakultät für Gestaltung. Mein Name ist Ann-Kathrin Becker. Mein Name ist Michael Witt. Und wir möchten euch und Ihnen jetzt gerne unsere Kampagnenidee vorstellen. So, wir fangen direkt an. Wir wollen gar nicht groß um heißen Brei rumreden. Die Agenturen haben Nachwuchsprobleme. Aber warum? Wir haben die gefragt, die es wissen müssen. Die Agenturen? Nee. Weil wenn sie es wissen würden, dann gäbe es eben dieses Problem nicht. Wir sind zu den Studenten gegangen, zu den Praktikanten und den Absolventen und haben einfach mal gefragt, könnt ihr euch vorstellen, in der Werbebranche zu arbeiten oder generell, was haltet ihr von Werbung? Und einen kurzen Clip von unserer Umfrage, den wollen wir euch jetzt mal zeigen. Es geht im Endeffekt schon natürlich auch darum, okay, systematisch Leute bescheißen, hat vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe es mir überlegt, ich habe im Studium auch mehrere so Marketing-Sachen gemacht, aber ich finde es irgendwie zu oberflächlich. Da läuft dann barfuß rum in so einem Redaktionskopf. Man arbeitet dann unter so hohem Druck auch, denke ich. Ist ja auch ein Job, ne? Muss ja auch gemacht werden. Genau, ist ein Job, muss ja auch gemacht werden. Das ist aber nicht alles, was wir gehört haben. Da sind noch weitere Ansichten zum Vorschein gekommen. Leider gab es ziemlich viele negative Aspekte. Leute, die haben gesagt, wir schrecken einfach davor zurück, vor der hohen Arbeitsbelastung. Wir trauen uns das nicht zu. Wir glauben, durch diese hohe Arbeitsbelastung vernachlässigen wir unsere sozialen Kontakte. So flexibel sind wir einfach nicht. Uns sind die Arbeitsverhältnisse zu kurzfristig und der Einstiegslohn ist uns zu niedrig. Das haben wir uns mal angehört. Stimmen denn diese Klischees überhaupt? Und wir haben mal nachgeschaut beim BDG-Gehaltsreport von 2012 und der besagt, dass 75% aller Angestellten maximal 3.000 Euro brutto verdienen und 50% der Angestellten maximal 2 bis 5 Jahre bei einem Arbeitgeber bleiben. Und 60% der Überstunden werden nicht bezahlt. Also ist an diesen Vorurteilen schon was dran. Aber wir haben auch positives Feedback bekommen. Die Leute haben gesagt, ja, Werbung finde ich interessant, stelle ich mir vielseitig vor. Ich kann mir durchaus vorstellen, in einer Agentur zu arbeiten. Da kann man sich bestimmt kreativ ausleben. Da arbeitet man im Team. Das vermissen ziemlich viele an ihrem Arbeitsplatz. Und man hat Aufstiegschancen. Aber trotzdem überwiegt da ein richtig großer Aspekt. Und das ist das Imageproblem. Wenn wir Leute gefragt haben, hier Werbung? Boah, nee. Ich schaue abends Fernsehen, Spots unterbrechen mir nur mein Blockbuster oder sonstiges. Die fühlen sich, wenn es um Produkte geht, belogen und deswegen wirkt das Ganze wirkt einfach nicht mehr glaubwürdig. Und wie können wir das jetzt verändern? Mit einer PR-Agentur? Nee, mit einer kurzweiligen Kampagne? Werbung ist toll? Auch nicht. Wir müssen einfach glaubwürdiger erscheinen. Das wird uns niemand abkaufen. Wir brauchen eine langfristige Kampagne, die nicht nur sagt, sondern hinterfragt. Wir brauchen eine Kampagne, die nicht einfach zuquatscht, wie es so viele machen. Wir wollen den Dialog suchen. Wir brauchen eine Kampagne, die nicht untergeht unter allen, sondern die ein Stück weit über sie drüber surft. Eine Kampagne nach unserem Wellenreiterprinzip. Genau, und die Strategie des Wellenreitersprinzips ist eigentlich sehr simpel. Wellen fangen klein an, das wissen wir, aber sie haben die Chance, enorm groß zu werden. Und das heißt, um sie irgendwie zu stärken, um sie wachsen zu lassen, müssen wir in den richtigen Momenten die richtigen Impulse geben. Das heißt, wir produzieren kleine Wellen und warten ab, was dann an Feedback zurückkommt. Und dieses Feedback von der Zielgruppe fließt dann direkt in den Content unserer Kampagne ein und so können sie diese auch steuern. Das heißt, wir machen aus Konsumenten Prosumenten, denn wir möchten unsere Kampagne nicht erreichen für Menschen, die einfach nur Inhalt konsumieren und nehmen, sondern wir möchten auch, dass sie ein Stück dazu beitragen. Das heißt, zusammengefasst können wir sagen, dass wir Wellen, kleine Wellen zu großen Wellen machen und die möchten wir dann surfen. Ja, und jetzt stellen wir uns die Frage, wie erzeugen wir unsere erste kleine Welle? Mit einer Kampagne, die eben nicht die Vorurteile über die Werbung versucht aus dem Weg zu räumen,
sondern mit einer Kampagne, die eben mit genau diesen Vorurteilen spielt. Wir wollen eine Kampagne, die sich mit den Vorurteilen wirklich kritisch auseinandersetzt und eine Kampagne, die nicht lügt, weil sonst kauft uns das niemand ab. Sie wissen, die Leute fühlen sich schon öfter belogen von der Werbung. Wir wollen ein Stückchen Wahrheit erzählen. Wir wollen eine Kampagne machen, die Werber so zeigt, wie sie sind. Ein bisschen überspitzt, besessen, eitel, zynisch, ausbeuterisch, aber mit einer Menge Humor. Genau, und da sehen wir auch schon den Namen unserer Kampagne, die Deadliner. Wir haben eine fiktive Agentur geschaffen, die durch Internetserien bekannt und etabliert wird. Und dabei spielen die Klischees der Werbebranche und auch deren Wahrheiten der Werbebranche eine große Rolle. Ja? Sie werden mit Sicherheit überspitzt gezeigt, aber jeder weiß auch, wo diese herkommen. Und genau mit diesem Spiel möchten wir Reibung erzeugen. So, und jetzt ist die Frage, wie machen wir die Leute neugierig auf unser Format? Wie bekommen wir sie zu unserer Serie? Und für die Verbreitung haben wir multimedial gedacht. Wir haben einen Trailer produziert, der auf gängigen YouTube-Plattformen, auf gängigen Videoplattformen zu sehen sein wird, wie YouTube oder Vimeo. Und dieser funktioniert ja wirklich wie einfach ein Trailer zu einem Film. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Das ist ein einziger Hühnerhof. Der ist gerade voll im Tunnel. Der ist drin. Sag mal, willst du keinen mit? Die legen alle ihre Eier und ich sammle die ein. So, und Feierabend ist gestrichen! Wir gehen über Grenzen hinaus. Jetzt lernst du mal die ernste Seite der Werbung kennen. Das seid ihr selber schuld! Wenn ihr nicht in eure Mails reinguckt, ja? Das ist Werbung. Immer am Ball bleiben. Ansonsten ist das hier knallharte Arbeit. Des Weiteren haben wir noch eine Printkampagne realisiert. Genau, und zu dieser Printkampagne gehe ich jetzt mal näher drauf ein. Hier sehen wir das Key-Visual unserer Kampagne. Hier sehen wir die ganzen Protagonisten, die in der Serie auftauchen, die auch wirklich jedes Klischee der Werbebranche bedienen werden. Und daher auch der Claim eines Seifenoper, die auch manchmal in den Augen brennt. Gucken wir uns die Printkampagne doch mal näher an. Wir haben einige Plakate visualisiert. Das ist Frank, der Nette, den wir bereits schon in dem Trailer gesehen haben. Frank ist ein ziemlich zynischer Typ, was man auch in seinem Statement merkt, Werbung, ich mache das nur für dich. Unten sehen wir dann den Absender, also unsere Serie, die Deadliner und den Claim sowie den Hinweis zum GWA. Ja, dann Ronaldo, das ist so ein Jetsetter-Typ, ist aber auch eher so der kritische Charakter der Werbeagentur. Denn er sieht sich lieber in der Rolle des Täters als des Opfers der Werbung. Ja, Maike, Julia. Es gab mal ein ganz spannendes Zitat, Werbung macht reich, berühmt und sexy. Das kennen Sie mit Sicherheit alle. Und wir haben diese These einfach nochmal mit diesem Charakter Julia aufgegriffen und wollen ihn so ein bisschen hinterfragen. Und Alex, der Art Director, tut das auch direkt, denn der sieht es ganz anders. Ja, die Ute, das ist die Grafikerin, die weiß eigentlich gar nicht so genau, warum sie in der Werbebranche gelandet ist. Denn so richtig identifizieren kann sie sich damit nicht wirklich. Aber da sie gerne Fotos macht und Bilder bearbeitet, nimmt sie das als kleineres Übel hin. Ja, und unser Social-Media-Typ, von dem keiner so wirklich den Namen weiß, der Statement kann man wahrscheinlich auf Facebook lesen. Ja, und natürlich gibt es auch einen Praktikanten in unserer Agentur, der steht ganz unten an der Nahrungskette und kriegt deswegen auch wahrscheinlich einige Reibungen ab. Und er weiß noch nicht so genau, wie er die Werbung finden soll, findet sie aber ganz cool, aber muss noch genau gucken, was sie mit ihm macht. Ja, und zu guter Letzt der Albert, der bringt es auf den Punkt, der sagt, Werbung macht satt. Genau, und so führt unsere Teaser-Print-Kampagne alle Wege nach oben zu unserem Spot. Und den möchten wir uns jetzt gerne zeigen.
Also ich muss euch schon mal vorwarnen, ja, das ist ein richtiger Sauhaufen da drin. Ohne mich läuft da gar nichts. So, jetzt hab ich's. Ja, dann kommt doch mal mit. Ich zeig euch jetzt mal die abgefahrenste Abteilung hier in dem Gebäude. Stell euch mein Team vor. Ach ja, ich bin der Frank. Ich treffe hier die wichtigen Entscheidungen. Der bringt uns jetzt ganz nach oben. Da kann ich euch gleich mal die gute Seele der Agentur vorstellen. Das ist die Maike. Julia. Ich heiße Julia. Inside. So, hallo zusammen. Wir haben heute Besuch und geben mal einen Einblick in die crazy Welt der Werbung. Ja, ich führe euch einfach am besten mal rum. Das hier, das ist der Alex, erzähl du doch mal was über deinen Kollegen. Ja, der macht Social Media. Ja, Social Media, ganz wichtig, ja. Keine Agentur mehr ohne, das ist Werbung. Immer am Ball bleiben. Okay, wir lassen ihn ein bisschen jetzt mal in Ruhe, der ist gerade voll im Tunnel, der ist drin. So, Alex, erzähl du doch mal was über dein verrücktes Leben. Ja, so verrückt ist es gar nicht. Der Alex, immer so bescheiden, der hat sich schon so dran gewöhnt, der merkt das schon gar nicht mehr. Komm, zeig doch mal hier, Projekt Helsinki. Wir gehen über Grenzen hinaus. Ah, da komme ich ja genau richtig. Ja, hi. Ich war mit Petri bis heute Morgen noch in Helsinki und ja, ich habe mir versprochen, dass alles glatt läuft. Alex, zeig doch mal. Ja, wir sind eigentlich soweit fertig. Schick. Sag mal, lest ihr keine Mails? Es gab keine Mails. Frank, ich hab sie dir weitergeleitet. Ja, ja, die Kreativen. Mit Farben können sie ja umgehen. Und der Alex hat's wieder verpeilt, der Schluri. Herr Alex! Bis morgen muss das auf jeden Fall fertig werden. Morgen gar nicht. Wir müssen alles neu machen. Der Sascha! Hey Sascha, erzähl du doch mal in die Kamera, wie cool das ist, in der Werbung zu arbeiten, ne? Ja, hi. Also ich bin Dennis übrigens. Sehr cool ist das hier. Also ich mache hier mein Praktikum gerade, also Praxissemester und ist geil, ja. Ja. Wir haben eine coole Cafeteria, da steht ein Kicker, da kannst du kickern gehen und mittags ein Bier trinken mit einem Kollegen. Ja, sonst, naja. So, und Feierabend ist gestrichen! Das seid ihr selber schuld! Wenn ihr nicht in eure Mails reinguckt, ja? Wie für mich auch, weil... Ja, Sascha, für dich auch, du! Jetzt lernst du mal die ernste Seite der Werbung kennen. Ja, nicht immer nur Hipster-Halligalli. Wie auf dem Bauernhof. Das ist ein einziger Hühnerhaufen. Ja, als Bauer muss man auch mal die Peitsche knallen lassen, damit die Tiere wieder springen. Hey! Ja, wie ihr gesehen habt, der Spot wirft viele Fragen auf. Antworten wollen und können wir nicht geben. Wir liefern keine Antworten, aber wir liefern Fragen. Wir wollen die Leute ein Stück weit wachrütteln und einfach sie dazu bringen, die gängigen Klischees zu hinterfragen. Dass sie ein Stück weit rauskommen aus ihrem Schubladendenken. Wir wollen, dass sie sich eine eigene Meinung bilden. Und dieser erste Serienspot, der ist nur auf unserer Website zu sehen. Und nach Ende dieses Spots gelangen wir direkt zum Startscreen. Hier seht ihr alle Protagonisten, die ihr eben schon mal kurz vorgestellt bekommen habt. Und jeder Protagonist steht für die jeweilige Berufsgruppe in der Branche. Wenn wir jetzt per Mouseover mal hier rüber geht, sehen wir hier unseren Frank. Man bekommt hier kurze Informationen über ihn, Alter, Position in der Agentur. Und ganz wichtig, da ist ein Statement dabei, was er abgegeben hat. Das Statement habt ihr auch schon eben im Print gesehen. Diese Statements greifen Aspekte aus der Werbebranche auf und damit wollen wir Reibung erzeugen. Und diese Statements stehen auch ein bisschen für die Charakter unserer Protagonisten. So, wenn wir jetzt mal auf den Frank klicken,
kommen wir zu einer neuen Seite. Hier erfahren wir generell mehr. Hier sehen wir nochmal sein Statement. Frank, Werbung, ich mache das nur für dich. Und jetzt haben wir das Ganze umgewandelt zu einer Frage, die sich an den Betrachter richtet, die sich an euch richtet. Jetzt ist hier aus Franks Statement geworden, für wen machst du Werbung? Für dich? Für andere? Für Geld? Und jetzt sehen wir hier, was Deutschlands größte Agenturen zu diesem Statement sagen. Beispielsweise sagt jetzt hier Leo Burnett, ganz klar für andere und für Geld. Wenn ich es nicht für andere machen würde, könnte ich mich keine 3 Wochen in diesem Job halten. Aber am wichtigsten ist eure Meinung. Was sind eure Erfahrungen? Was sind eure Fragen? Und was sind eure Meinungen dazu? Beispielsweise Markus schreibt jetzt hier, welche anderen sollen das denn sein? Leute, die dazu gebracht werden, noch mehr Blödsinn zu kaufen, als sie sowieso schon besitzen? Wir wollen den Dialog mit euch, wir wollen den direkten Dialog mit euch. Des Weiteren kann man auf unserer Website auch nochmal hier die erste Episode unserer Serie anschauen. Den Teaser gibt es nochmal und oben durch die Navi-Bar kommen wir auch zur GWA-Jobbörse und zur GWA-Hauptseite. Genau, und jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Teil außerdem von unserer Kampagne, denn das ist die Redaktion. Die Redaktion betreut die Kampagne, denn auf der Website entstehen durch die verschiedenen Diskurse natürlich viele Themen und diese Themen müssen beobachtet werden. Das heißt, wir brauchen eine Mannschaft an Leuten, die genau das tut. Das heißt, hier kommt auch wieder das Wellenreiterprinzip ein bisschen in Augenschein. Die Redaktion nimmt das Feedback, was auf dem Diskurs entsteht, auf und lässt diese als Impulse in den zukünftigen Content der Kampagne mit einfließen. Wie sehen diese Impulse aus, kann man sich jetzt fragen. Durch den Diskurs entstehen verschiedene Themen und genau die sind Stoff für neue Statements der Protagonisten und auch natürlich Stoff für weitere Serien, die wir produzieren können. Und vielleicht können auf diese Art und Weise sogar neue Charaktere entstehen. Das heißt, diese Diskussion, diese Impulse sind Puls einer Problematik. Ja. Und außerdem betreut die Redaktion natürlich auch noch den Social-Media-Bereich, denn unser Social-Media-Typ hat natürlich eine Facebook-Seite und in seinem Namen postet die Redaktion dann über die aktuellen Geschehnisse, die in der Deadline-Agentur stattfinden. Und der Jetsetter Ronaldo hat natürlich auch einen Twitter-Blog, auf dem er fleißig tweetet. Ja, und dann haben wir uns noch gedacht, wie machen wir das Ganze ein bisschen spannend für Magazine, die weniger Geld haben und die trotzdem unsere Sachen vielleicht als Anzeige bringen wollen. Wir haben auf unserer Website ein Anzeigenformat entwickelt, wo Schülerzeitungen beispielsweise die Plakate in jeglichen Formaten downloaden können, dann schicken sie uns ein Belegexemplar mit der Auflage und dementsprechend werden sie dann auch von uns bezahlt. Ja, dann gibt es noch diverse Giveaways oder sagen wir Merchandise-Artikel. Die könnten an Bildungsinstituten wie Hochschulen verteilt werden, um eben zukünftig Absolventen oder Leute, die sich für diese Branche interessieren, aufmerksam auf unser Format zu machen, um sie über unsere Serie zu unserer Website zu locken, dass eben da ein Dialog und ein Diskurs stattfindet. Genau, kommen wir nur zu den Kosten. Obwohl das ja nicht so der Gestalters Sache ist, haben wir uns damit auseinandergesetzt und natürlich ein Budget kalkuliert. Sieht trocken aus und wir machen uns nichts vor, es wird dem GWA was kosten, das ist klar. Ja. Aber die Tasse kostet 2,50. Und wir haben gedacht, zum Abschluss, das letzte Wort gilt Frank. Der Ausblick ist schon ein Geschenk. Ansonsten ist das hier knallharte Arbeit. Wie auf dem Bauernhof. Das ist ein einziger Hühnerhof. Und ich bin der Hahn. Nee, ich bin der Bauer. Ja. Ja, ja. Die legen alle ihre Eier und ich sammle die ein. Ich bring die unters Volk.
Ohne mich gäbe es gar kein Ostern. Ja, genau. Und damit möchten wir uns von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, uns zuzuhören. Dankeschön. Vielen Dank an das Team Mannheim.